So, Theo, I was thinking about this painting here. What do you see, what I don't see? Das Bild heißt ja Figurenbild Apoll, der Gott der Künste. Ganz klar zu sehen sind zwei Figuren. Man könnte fast sagen, das ist wie in einer Situation bei uns im Ballettsaal. Du hast den Choreografen und man schaut den Choreografen über die Schulter, wie er mit den Tänzern arbeitet. Absolut, da habe ich nicht dran gedacht. Und als dritte Figur, dieser blaue Geist, vielleicht ist das der Geist der Künste. Weil im Grunde, was wir versuchen im Ballettsaal, ist es, Kunst zu machen. Und das ist nicht greifbar, ungreifbar. Es ist wie ein Geist. Wir können nur hoffen, dass wir dem Substanz geben können, was wir im Ballettsaal machen. If we were just like thinking to reproduce this, wenn wir würden das in Movement bringen, so auf deine Körper und so, wie fangst du denn an? Ich meine, du kannst schon die Pose machen. Ja. Und wie bewegt sowas, dieser Mensch da, diese Figur, diese weiße Figur? Ist der sehr statisch? Yeah, so sehr Robotik fast oder mehr? Sehr cool. And do you think he can explode into even bigger movement? Or his arms are always limited to a blocked shoulder? Nice. Okay, let's move on to the blue figure, maybe. Was ist der für eine Präsenz? So sehr floating, maybe? Just floating in space? Und was für einen Gesichtsausdruck hat der? Der hat keine Gesicht auf dem Bild, aber how would he be? Would he be just sehr serene? Yeah. Ja, der ist für mich fast das the most interesting piece, yeah. Weil die anderen sind total fast, ja, nur die haben Kopf, die haben Schulter, Po und okay, die eine fällt die Beine, aber dafür fällt der Geist das Ende der Kopf und man könnte denken, wenn das Bild nach höher schießt, dann wird man vielleicht was erleben, was rauskommt oder so. Ja, schade, dass Herr Baumeister hat das nicht weitergemalt. And if you move on to the brown figure, der ist sehr rund, der ist immer, der ist gesehen von hinter, no? Theo, so vielleicht hat der mehr so ein Geheimnis, no? Weil das ist sehr von hinter alles. And you can imagine, you know, so he's got this brown body, but he has these like golden or the bronze parts. So maybe these parts are kind of separated. They live on their own kind of thing. So we talked about the frame of the painting. What would the frame? It's just square, of course, but what would the frame? Cool, dude. What a great picture. And what a great dancer. You did great, man. Staatsgalerie. Bam!